Einen schönen guten Morgen. 7.51 Uhr. Meine Jungs sind gerade aus dem Haus und mein Mann auch. Insofern habe ich Zeit, euch einmal kurz zu begrüßen. Meine Wimpern und Augenbrauen sind noch nicht gemacht. Ansonsten bin ich soweit fertig geschminkt. Wollen wir mal den Freitag beginnen. Ich habe heute so einen Anzug an, das ist ein bisschen ungewohnt. Den hatte ich mal selber gemacht. Habe ich jetzt lange nicht mehr angezogen. Muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Früher habe ich immer solche Jumpsuits angezogen. Naja, das Wetter ist jedenfalls richtig schön. Der Himmel in Hamburg ist richtig, richtig blau. Es scheint die Sonne und ist auch relativ mild, glaube ich. Und insofern denke ich, das wird ein richtig schöner Tag. Viel Spaß bei meinem Vlog. So, dann wollen wir uns mal unser Frühstück machen. Wie immer steht hier wieder so ein Brötchen von meinem Jungen. Das werde ich wieder aufessen. Kakao kommt an seinen Platz und die Nutella. Oh, sieht auch schon wieder so schmierig aus, Leute. Ja, eigentlich macht das immer nur mein einer Sohn, nämlich mein Kleiner. Alle anderen essen ja gar nicht mehr zu Hause. Ich habe nämlich noch einen Sohn, der liebt auch Nutella über alles. Und wenn er sich ein Brot schmiert, dann immer noch mit Nutella. Also zwei meiner Söhne haben das beibehalten. Früher, als sie klein waren, haben sie ja fast alle Nutella gegessen. Und das ist überhaupt nicht mehr aktuell. Also die essen jetzt gar keine Schokolade, keinen Schokoladenaufstrich mehr. Früher, als die Kinder waren, haben sie das nur gegessen. Es gab nichts anderes, was sie haben essen wollen. In der Schule, wenn ich ihnen Brot mitgegeben habe, sie haben es nicht gegessen, wenn da Käse drauf war. Und sie durften nämlich, also ich weiß nicht, wie es heute ist, ich glaube, es ist immer noch so, ne, dass gesundes Brot nur mit in die Schule gebracht werden darf. Aber meine Kinder, die wollten, die haben es nicht gegessen. Und die haben den ganzen Tag dann eben nichts gegessen, bis sie nach Hause kamen. Und damals war auch schon Schule meistens bis 4 Uhr. Also dass sie dann erst um 4:15 zu Hause waren. Und die haben nicht gegessen. In der Schule, klar, da durften sie ihr Mittagessen essen, aber Leute, mal ehrlich, also meine Kinder haben das Schulessen nicht gegessen. Höchstens, wenn da mal irgendwie was Ungesundes war, also Spaghetti oder keine Ahnung was. Aber ansonsten haben das Schulessen auch nicht gegessen. Oder wenn da mal vielleicht eine Kartoffel oder so. Naja, was ich nur sagen wollte, ist, dass Nutella total out ist. Ich habe wirklich nur zwei Söhne. Der eine ist ja eh erst 13, also der ist ja eh noch klein, aber die anderen haben alle aufgehört. Die essen das überhaupt nicht mehr. Auch keine Marmelade oder so. Die essen Käse, Wurst und Eier und keine Ahnung was. Aber keinen Schokoladenaufstrich mehr. Ganz selten, dass sie da, das ist dann vielleicht ein Zufall, dass sie mal da ein Schokoladenbrot dann mal mitessen. Aber eher ungerne. Und ich habe jetzt nur noch einen erwachsenen Sohn, meinen Automechatroniker. Der isst weiterhin Schokolade. Der liebt Nutella. Der hat schon immer Nutella-Brote gegessen. Der war ganz extrem, auch als er klein war. Aber der isst auch alles andere. Ne? Früher haben die alle überhaupt gar kein Essen wollen, also warmes Essen. Essen jetzt alle. Alle wollen warmes Essen. Und das, der eine isst vielleicht nicht ganz so gern. Das eine, das andere, das ist ja logisch. Also ich meine jetzt mit Fleisch und so. Ne? Da muss nicht jeder immer Fleisch haben. Aber die essen immer alle warm. Also ja, früher, das war immer ein Kampf, dass die ihr warmes Essen essen. Ja, jetzt werde ich aber mal was essen und mein Kaffee ist durch und ich hole mir jetzt Schwarzbrot, esse dieses kleine Stückchen auf und mache mir ein YouTube-Video daneben an. Übrigens habt ihr bestimmt gemerkt, dass ich wieder richtig regelmäßig drehe meine Vlogs, obwohl ich ja gesagt hatte, ich mache das nicht mehr. Das kommt daher, weil unsere Termine sich verflüchtigt haben. Es scheint nämlich jetzt so in eine Richtung zu gehen, unsere Planung. Und von daher, der Kühlschrank ist wieder relativ leer. Und dann muss ich unbedingt mal wieder auffüllen. Milch ist komplett alle. Hat nur noch zwei hier. Also ein eigentlich, sind anderthalb, ist fast leer. Eier haben sie gar nicht gegessen diese Woche. Ich habe gerade ein Brötchen im Mund, entschuldigt bitte. Man spricht ja nicht mit offenem Mund, aber ihr seid ja Familienmensch. Joghurt haben sie auch gar nicht gegessen so richtig diese Woche. Ich habe meinen Quark zwar gegessen, aber nicht aufbekommen. Ja, Käse muss wieder her. Milch vor allem. Wie gesagt, nur noch hier. Die ist eh alle hier unten. Und das halb voll. Na gut. Wissen wir Bescheid. Eis haben die Leute auch nicht so viel gegessen heute. Also diese Woche. Ist auch noch relativ viel da. Schwarzbrot und so brauche ich auch nicht kaufen. Habe ich auch noch alles im Eis. Na gut. Ich werde jetzt dieses Brötchen, mein Schwarzbrot essen. Frischkäse und Stinkkäse. Tilsiter. Kennt ihr ja. Ne, Marmelade habe ich aufgehört. Marmelade esse ich gar nicht mehr. Ich esse auch ziemlich wenig nur noch morgens. Naja. So, mein Lieben, jetzt bin ich hier gerade mal an meinem Kosmetiktisch. Es ist ungefähr 9:55 Uhr und ich
will jetzt ein Unboxing drehen von der Glossy Box und versuche jetzt mal hier in meine Stativ rein zu bummeln, weil ich mich erst noch mal schminken muss. So, jetzt seid ihr hier in meinem Stativ. Hier hinten, ja, steht noch ein anderes Licht, das soll euch jetzt nicht stören. Ich habe jetzt hier mal so ein weniger, ja, so ein milderes Licht genommen, weil das muss ich erstmal da wieder rumbummeln. Da habe ich jetzt natürlich auch keine Lust, aber ich dachte, ich mache euch kurz mal an. Ich habe eben meine Augenbrauen gemacht mit dem hier von Essence, ist das, glaube ich, ein Augenbrauenstift. Ich meine, der wäre von Essence. Könnt ihr das besser sehen, ohne Brille? Der hat ja so ein ganz dünnes Ding. Also da habe ich jetzt so ein paar Augenbrauen mal nachgezogen eben. Das machen wir aber alles mal später genauer. Da will ich auch noch Videos zu tun. Oh Leute, ich will so viel Videos drehen und ich komme nicht dazu. Und selbst wenn ich dazu komme, ich drehe die Videos ab. Ich habe bestimmt 7 Videos liegen bei YouTube schon hochgeladen, fertig, die ich nicht online stelle, weil ich nicht dazu komme. Aber das heißt nicht dazu komme. Ich kann ja nicht 7 Videos am Tag hochladen. 2 Videos hatte ich euch schon mal erzählt, reichen, weil man die Abonnenten ja nicht verärgern will. Und wenn ich nur 2 Videos hochlade, bleiben manchmal Videos, die ich schon länger abgedreht habe, liegen, bis sie dann alt geworden sind. Und dann denke ich mir, nee, jetzt machst du wieder ein aktuelleres Video, lest du das lieber wieder, stellst du das online und dann bleiben die alten liegen. Ich muss mal irgendwann auch mal 3 Videos hochladen, dass ich den Vorrat an Videos mal abarbeite. Ich hatte mir ja vorgenommen, hatte ich euch mal auch erzählt, bei den Veränderungen, die ich auf meinem Kanal plane, dass ich erstmal keine Videos so oft drehe und dass ich dafür dann auch mal die alten Videos alle hochlade. Oh, habe ich mich dann doch wieder anders entschieden, weil ich nicht kann ohne Videos. Ich muss Videos drehen. Ja, keine Ahnung, was ich da mit den Videos machen soll, die da jetzt schon länger liegen. Das sind ja auch alles aktuelle Produkte. Das sind jetzt ja keine Dinger, die jetzt schon uralt sind und gar nicht mehr im Sortiment oder gar nicht mehr zu finden sind. Aber ja, irgendwie denke ich mir dann, nee. Jetzt habe ich ja gerade dieses Boxen Ding angefangen und dann denke ich mir, nee, mach mal das Boxen, die Boxensachen weiter. Huch, jetzt interessieren mich die Produkte der Box wieder mehr. Ich habe hier übrigens wieder diese Base von Judith Williams am Start. Das trage ich immer jetzt in letzter Zeit wieder auf und dann habe ich diese Mascara von Essence mal. Ich weiß gar nicht, das war nicht die wasserfeste, glaube ich. Ich glaube, das war die normale oder war das die wasserfeste, denn das geht relativ schwer ab. Das werde ich jetzt direkt mal gucken, aber ich habe die Brille nicht hier liegen gerade. Ist das die wasserfeste? Was steht da, Leute? Ich kann es nie lesen. Ich habe meine Brille nicht hier. Irgendwas steht da ja, also scheint es wahrscheinlich doch die wasserfeste zu sein. Egal. Ich kriege sie jedenfalls ziemlich schwer ab abends, aber mir gefällt der Look jetzt gerade mal. Es macht ja jede Mascara immer so ein bisschen was anderes. Und mit der Wet n Wild, mit dieser Fiber, die habe ich mir überschminkt. Da bin ich jetzt wieder so ein bisschen von ab. Und gehe mal so an all meine alten Vorräte wieder ran. Und ich hatte mir ja auch die Augenbrauen gefärbt mit dem Set aus dem 1-Euro-Shop. Da kann ich schon mal sagen, dass es relativ gut hält. Auf meinen Augenbrauen allerdings verwischt sich langsam die Farbe so in so ein dreckiges Schwarz. Aber hier auf den Wimpern, hier unten jedenfalls, hält es noch ganz gut. Ich werde trotzdem so ein bisschen mal nachschminken hier, nur ganz leicht. Okay, bin ich hier schon wieder zu viel, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich mag es ja nicht, wenn die unteren Wimpern so stark sind. So. Ich mag dieses Bürstchen von der Mascara so gerne. Das ist so schön. Das ist genau die Form, die ich mag. Also ganz schmal und nach vorne noch ein bisschen schmaler zugeschnitten. Mit diesen ganz breiten Bürstchen, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten, weil meine Hand so zittrig ist. So. Ich finde überhaupt, dass meine Wimpern irgendwie nicht mehr so schön lang sind, wie sie mal waren. Keine Ahnung. Ich sollte mal ein anderes Wimpernserum benutzen. Ich nehme ja immer das von dieses ganz günstige von Rossmann. Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke war das. Ich glaube, das ist eine Rossmann-Eigenmarke. Aber
das macht irgendwie nicht viel mit meinen Wimpern. Und das ganz teure, da bin ich zu geizig zu. Außerdem habe ich auch so ein bisschen immer Angst, dass in den teuren Wimpern Verlängerungsgels oder was auch immer das ist, dieses schädliche Mittel für die Augen mit drin ist, was ja beim Grünstar oder beim Grauenstar ja so, oh, jetzt seht ihr da meinen Dreck da hinten, nee, meine Unordnung, was da ja zugemischt wird, um das Wachstum anzuregen. Ja, muss man sich dann mal durchlesen, ist es da drin, und wenn es nicht drin ist, keine Ahnung, ist da vielleicht irgendwas anderes Schädliches drin. Bei den billigen habe ich immer das Gefühl, nee, also da ist bestimmt nicht so viel drin, da wird sicherlich nur irgend so ein Öl drin sein. So, jetzt sind wir aber soweit ready, viel länger will ich sie nicht haben, jetzt verkleben sie mir wieder. Also irgendwie finde ich, sind die Wimpern nicht mehr so schön lang, wie sie früher waren. So. Ja, auch damit so eine Verlängerung zu machen, aber ich habe echt Schiss, dass mir die Wimpern dann nachher alle ausfallen. Ja, mal gucken, ob wir das nochmal machen, eine Wimpernverlängerung. So, jetzt sind wir soweit fertig. Und wir haben es geschafft, immer ein bisschen hier hoch. Jetzt habe ich hier ein Haar. Vor meiner Perücke. Sind wir soweit fertig und jetzt werde ich mal ein Video drehen. Jetzt will ich mal eben gucken. Ich habe nämlich zwei Boxen hier. Eine ist die Super Box, die Glossy Super Box, die ist zum Geburtstag. Da gibt es jetzt so ein Special. Also wenn ihr jetzt bestellt, könnt ihr so ein Bundle bestellen. Und wie habe ich denn dafür bezahlt? Ich muss gleich nochmal nachgucken. Und ich habe dieses Bundle bestellt, also einmal die Geburtstagsbox und dann noch diese extra Superbox dazu. Superbox heißt die, glaube ich, auch. Ja, jetzt habe ich hier zwei Pakete stehen und weiß nicht, welches was ist. Das werde ich jetzt erstmal herausfinden und dann das Unboxing drehen. Deswegen habe ich mich überhaupt jetzt schon an meine Wimpern gesetzt, sonst hätte ich das noch ein bisschen weiter herausgeschoben. Jetzt mache ich das Video und dann sehen wir uns oben in meinem Drehzimmer gleich bei dem Video wieder. Hier bin ich wieder und ein bisschen rot, weil ich einen Blush ausprobiert habe, der in der Glossy Box war. Und ja, ihr wisst, ich und Blush, das werden niemals Freunde werden, weil ich jetzt total rot aussehe. Ja, aber es waren noch eine ganze Menge anderer Produkte dort drin. Und wenn euch interessiert, was genau das war, schaut gerne in den nächsten Tagen einmal mein Unboxing-Video an. Ja, jetzt werde ich aber wieder nach unten gehen, werde mir diesen Blush wieder mit meinem abgedunkelten Puder neutralisieren und gehe nach unten. So, hier bin ich wieder. Die Wick wieder abgenommen. Das glaubt ihr gar nicht, wie warm das oben wieder war in meinem Zimmer. Bin total durchgeschwitzt und mir ist ja beim Dreh ein Unglück passiert. Ich habe nämlich den Blush, der jetzt hier noch richtig rot auf meinem Gesicht leuchtet. Ja, ich habe versucht, dieses Plastikding abzumachen, weil ich in meiner Aufregung. Und das riecht übrigens so gut. Ich habe in der Aufregung total ja verplant gehabt, dass hier auf den Pudern immer so ein Plastikteil wahrscheinlich sitzt. Also so ein, ne, so ein dünnes, was man so abzieht, wie so eine Folie. Oder genau, eine Folie drüber liegt. Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, sondern ich habe versucht, dieses Plastikding abzunehmen. Ihr müsst nämlich wissen, ich benutze äußerst selten loses Puder, wo ich das hätte mal lernen können oder mal sehen können. Oder auch Blush benutze ich ja sowieso überhaupt nicht. Und loses Puder auch nur äußerst selten. Ich nehme meistens gepresstes Puder. Weil ich finde, ja, das ist praktischer zu handhaben. Ich weiß auch nicht, irgendwie loses Puder habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Das werde ich aber in Angriff nehmen, weil es da ganz tolle Puder gibt im Übrigen. Man da auch gut mit baken kann, aber das kann man in unserem Alter sowieso nicht mehr, ist auch nicht mehr so anzuraten zu baken, weil sich das dann doch mega in die Falten setzt. Also aus diesem Grund habe ich mich mit losem Puder, mit Blush sowieso nicht, noch nie so beschäftigt. Und ich wusste zwar, dass da immer so eine Folie auf dem Blushes oben drauf ist, aber ich habe das total verplant in der Aufregung, die Glossy Box mit euch zu öffnen. Ist ein bisschen eine Überwindung immer für mich noch, weil du live vor der Kamera die ganzen Verpackungen öffnest, Produkte entdeckst und ich bin auch
wenn ich aufgeregt bin, schalte ich mein Gehirn gern aus und dann gucke ich nicht so und verstehe das auch nicht immer so, sofort. Also da muss ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil wenn ich ein Produkt präsentiere, wo ich mich im Vorfeld schon mit beschäftigt habe, meinetwegen, ich habe eine Foundation oder ich habe eine Limited Edition gekauft, dann lese ich mir ja schon mal durch, worum geht es und was ist da so wichtig, was war den Herstellern wichtig an dem Prozess und dann zeige ich euch das ja und dann habe ich mich schon darauf vorbereitet, habe die Verpackung auch meistens schon geöffnet, habe auch schon mal durchgelesen im Laden, sonst würde ich es mir gar nicht kaufen, weil ich kaufe keine Produkte, die mich nicht interessieren und wo ich denke, die kannst du eh nicht gebrauchen, das habe ich ja am Anfang gemacht, aber dann liegt das Zeug nur rum und das hat ja auch keinen Zweck, das ist ja letztendlich auch für die Umwelt wirklich äußerst schädlich, sich andauernd so einen Scheiß zu kaufen, den du dann doch nicht benutzt, das muss ja nicht sein und insofern kaufe ich mir nur Sachen, die mich interessieren. Ich lese mir das vorher durch, beschäftige mich mit dem Produkt, gucke mir die Internetseiten an und stelle sie euch dann vor. So, in so einer Box war es mir aber wichtig, um auch so ein bisschen was Lustiges mit reinzubringen. Einfach nur, oh, was riecht so? Schaut mal in der Box, was da so toll riecht. Da seht ihr auch, wie ich bescheuerte Wolfsmama da diesen Blush versuche, dieses Plastikding abzumachen, was ja eigentlich dranbleiben muss, damit man da ja den Blush nur so wie so puderartig daraus. Ich kenne das auch, ich weiß es ja. Ich habe ja, ist ja nicht so, dass ich gar nichts habe, aber ja, in Aufregung habe ich dann nicht dran getan, habe versucht, das Ding abzubummeln und dann ist mir der ganze Blush auf meine Klamotten gedödelt und ich habe schwarze Sachen an, war nicht gut. Ich habe eben alles, ich weiß auch gar nicht, ob ich da voll gesaut bin in dem Video, ob da mein ganzer Anzug voll rosa war, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Also, denn als ich aufstand, war mein ganzes Bein voll mit rosa Blushpowder. Naja. Es ist, wie es ist. Ich habe übrigens wieder den Lippenstift von Thomas Phillips aus dem Sonderpostenmarkt drauf. Ich komme auf die Marken jetzt nicht. Wie hieß die Marke noch? Ich zeige es euch am besten. Ich muss wieder meine Brille aufsetzen und muss wieder zur Haustür latschen, weil der da liegt. Da habe ich ihn nämlich aufgetragen. Und ich finde den immer noch, also jedes Mal, wenn ich ihn aufmache, dann finde ich ihn umso schöner. Es ist der hier von, ich hatte euch den auch schon gezeigt, die 315 von, ja, CoverGirl, genau. Noch eins zu dem Video, eben was ich gedreht habe, wenn ihr das seht, dieses Unboxing. Ich gucke gerade raus, weil da waren Stimmen draußen. Ich gucke ab und zu ein bisschen verdutzt, also als mir das Puder um die Ohren flog, gucke ich ein bisschen irritiert und überlege so ein bisschen, das kommt da. Ich weiß gar nicht, ob das auch so rüberkommt. Naja, ich habe mir das noch nie angeguckt. Ich bin jetzt gerade dabei, das zu schneiden. Ich mache mir jetzt übrigens meine Milch und die Tee hier. Diese Teesorten schmecken richtig lecker. Aber die sind auch mega teuer. Ich weiß aber auch nicht, ob der Preis das rechtfertigt. Ne? Wir haben es ja, wie gesagt, günstiger bekommen. Aber ich mache mir jetzt meinen Kakao. Ich gucke ein bisschen verdutzt, weil ich in dem Moment, als ich den ganzen Salat auf meinem, als ich es auf meiner Klamotten da hatte, habe ich überlegt, ob ich das rausschneiden soll, beziehungsweise nochmal neu drehen soll. Also ich packe alles wieder in die Box und packe sie dann wieder aus. Und dann habe ich gedacht, nee, dann kannst du ja aber nicht mehr sagen, dass das eine Überraschung war und du die Box noch nicht aufgemacht hast und das mit euch zusammen machst. Das hätte ich ja dann nicht machen können, weil ich hatte sie ja schon geöffnet. Und ich gedacht, egal, dreh einfach weiter. Das gehört dazu. Das ist bei mir ungeschnitten, kommt das vor die Kamera, dachte ich mir. Deswegen gucke ich einmal so ein bisschen irritiert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Da habe ich nämlich überlegt, ob ich das jetzt beende, das Video nochmal neu drehe. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst. Leute, meine Enkelin hat ihre Nägel abgemacht, weil die spielt gerne mit Omas Nagellacken, wenn sie hier ist. Und hat vergessen, den Deckel wieder auf den Nagellackentferner zu machen. Natürlich macht sie das immer mit Omas Aufsicht, klar. Aber da hat Oma dann wohl auch nicht entdeckt, dass sie das nicht zugemacht hat. Und jetzt kriegt den Nagellack nicht mehr ab. Der stand jetzt, weiß ich nicht wie viel, 2 Wochen oder so offen. Und da ist der Alkohol wohl verflogen. Oder Aceton. Ich weiß nicht, was immer da. Wahrscheinlich ist das der Aceton, der verfliegt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Jedenfalls kriege ich jetzt meine Nägel da nicht mehr ab. Ihr seht, wie viel ich da drauf habe. Ich wollte jetzt gerade mal meine Griffel wieder hübsch machen, weil der Nagellack echt furchtbar aussieht gerade. Ich krieg's nicht mehr ab, Mann. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich nicht noch irgendwo einen funktionierenden Nagellackentferner habe. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja logisch eigentlich, ne, wenn der offen steht, dass da alles verfliegt, was da an scharfem Zeug drin ist. Nimmt den nicht mehr ab. Wollte ich euch nur zeigen. Also auf keinen Fall Nagellackentferner offen stehen lassen. Geht nicht ab. So, da meine Nägel aber jetzt so furchtbar aussehen, werde ich sie einfach mal drüber machen. Ich will nämlich eigentlich gleich nochmal ein Video machen und werde da jetzt einfach so einen dunkleren Nagellack drauf donnern. Mal gucken, ob es dann einigermaßen aussieht fürs Video. Ich habe fürs eine Unboxing eben nämlich auch vergessen, den Nagellack neu zu machen.
Tja, das Leben ist wie. So, hier habe ich jetzt mal oder bin dabei drüber zu streichen. Natürlich ohne Brille wieder und ich mal über, aber egal. Und ich gucke mir ein Video dazu an. Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Es ist 23:30 und ich gucke mir gerade ein aufgebraucht Video an. Ja, aber ich wollte eigentlich was anderes mit euch besprechen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Und da dachte ich, jetzt mache ich sofort die Kamera an. Mein Video ist nämlich geschnitten und lädt hoch. Weil wenn ich konvertiere, immer wenn ich mein Video also wenn ich es geschnitten habe, muss es nochmal, also muss mein Handy nochmal sozusagen alles zusammendödeln und ne, dass das dann auf dem Handy gespeichert wird und dann kann ich es erst zu YouTube hochladen. Das dauert auch immer eine Zeit. Und wenn ich den Vorgang mit einem neuen Video unterbreche, dann bricht mir dieser Konvertiervorgang ab und dann darf ich das alles nochmal machen. Also insofern warte ich immer gerne ab, bis das zu Ende abgeschlossen ist. Das dauert meistens auch so eine halbe Stunde bei der Länge der Videos, die ich immer produziere. Manchmal dauert es auch eine Stunde oder anderthalb Stunden. Kommt drauf an, wie lang das Video halt ist. Und dann kann ich mein Handy nicht benutzen. Und dann fallen mir immer gerade dann Dinge ein, die ich unbedingt euch erzählen wollte oder mal anmerken wollte. Ich habe meine Nägel übrigens gemacht, schön übergemalt überall, aber das geht gleich weg. Das ist alles nicht so schlimm. Ja, das mit dem Übermalen hat übrigens toll geklappt. Ich habe bisher nicht mit Brille geguckt, aber ich glaube, das ist ganz gut geworden bis morgen oder übermorgen, bis ich mir den Nagellackentferner gekauft habe. Wir müssen auch unbedingt einkaufen gehen. Ich hatte euch ja heute Morgen schon gezeigt, dass mein Kühlschrank wieder ratzefatze leer ist. Nee, jetzt wollen wir aber das Thema nochmal besprechen, wo ich jetzt eigentlich, dann schweife ich wieder ab und vergesse das nachher wieder, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe in letzter Zeit so oft auf Instagram, auf YouTube, weniger oder gar nicht, aber auf Insta so oft die Nachfragen bekommen, ob ich mich spritzen lasse mit Botox, ob ich Hyaluron spritzen lasse, ob ich mich operiert haben lasse von einem Schönheitschirurgen, weil ich so wenig Falten habe. Nein, habe ich nicht. Ich sage das dann auch immer und ich habe aber trotzdem so den Eindruck, dass man mir das immer nicht so ganz abnimmt. Leute, wenn sich jemand operieren lässt oder sich spritzen lässt, dann seht ihr das. Also wenn ihr mein Gesicht, vielleicht ist das ja dann auch bei euch, dass euch das komisch vorkommt und dass es unnatürlich aussieht. Einen Moment, ich mache jetzt mal, ich habe nämlich einen Beauty-Filter drauf gerade, den mache ich mal raus. Einen Moment, dann seht ihr das vielleicht noch besser. So, jetzt ist der Beauty-Filter raus, den mache ich ganz gern rein, weil ich das dann schöner finde, dann sieht man nicht so alt aus und ihr seht jetzt aber alles, ihr seht mein Gesicht so, wie es natürlich aussieht. Wenn ich mich hätte spritzen lassen, ja, kann ich euch schon mal sagen, dann würde ich als allererstes, ich mache mal Licht an, dann zeige ich euch, was ich hätte unterspritzen lassen. Mensch, warum kommt jetzt diese Kacklampe, funktioniert jetzt hier nicht? Naja, ich wollte euch jetzt manchmal geht die Taschenlampe nicht. Also ich zeige euch, ich habe jetzt mein Licht angemacht, damit ihr es noch besser seht. So, und jetzt fällt euch doch ganz bestimmt etwas auf, was man sofort wegmachen wollen würde, wenn ich mich hätte botoxen wollen würden oder unterspritzen oder operieren lassen würde. Das Erste, was mich am meisten stört an diesem Gesicht, ja, ich bin ja relativ zufrieden damit, aber was mich stört, sind diese Lachfalten, ja, und die Nasolabialfalte. Und ganz besonders stört mich diese dicken Augen, Under Eye Bags. Die würde ich sofort auf irgendeine Art und Weise behandeln lassen. Ja, wenn ich das denn machen würde. So, jetzt mache ich das Licht mal wieder aus. Sieht ja furchtbar aus, so die Falten in voller Pracht zu sehen. Also, aber ganz besonders, als allererstes würde ich diese Falten wegmachen. Einfach, weil ich das, wenn ich lache so viel, Leute, und daher kommen die Falten, ja. Mein ganzes Leben besteht aus Lachen oder Lächeln. Also ich habe schon immer viel gelacht und viel gelächelt. Mein ganzes Leben gehe ich lachend durch mein Leben. Und das ist das, was mich stört, weil du nämlich immer, wenn du ständig lachst und lächelst, siehst du natürlich andauernd diese Fältchen hier. Nun sagen viele, das sind ja Probleme, die hätte ich auch gern, ja. Aber es ist ja so, ne? Jeder hat ja so seine Sachen an sich, die er nicht mag. Also ich habe zum Beispiel dicke Beine, ich habe auch eine Orangenhaut an den Beinen, da können wir auch mal drauf ein, kann ich euch auch mal zeigen, so das ist von meinen vielen Schwangerschaften natürlich noch geschuldet. Ich habe einen Bauchlappen, den würde ich euch auch gerne mal zeigen, so wie der Bauchlappen so aussieht nach neuen Schwangerschaften. Übrigens auch mal eine tolle Videoidee wieder, genau.
Fällt mir gerade ein, auf was für Ideen man immer kommt. Aber ich habe so viele Videoideen, jetzt schweife ich schon wieder ab. Die müssen mir alle mal aufschreiben, weil dann vergesse ich sie immer wieder. Es gibt ja auch viele YouTuber, die das machen, die extra so ein Buch führen mit den ganzen Videoideen, damit sie eben nicht mal vergessen. Naja, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich dieses hier auf jeden Fall hätte unterspritzen lassen, wenn ich es denn hätte machen wollen würden. Und auch diese Falte stört mich. Und die Under-Eye-Bags stören mich enorm sozusagen. Ne? Jeder, wie gesagt, da war ich ja gerade. Jeder Mensch hat Dinge, die er an sich nicht mag. Und natürlich geht es schlimmer. Es gibt viele Frauen, die ganz viele Falten haben, die viel älter aussehen noch als ich. Und da kann man ja dann sagen, okay, die könnten ja sagen, oh, ich finde das so furchtbar. Aber trotzdem, auch wenn ich nur wenige Falten habe oder wenn mein Gesicht relativ glatt und ebenmäßig ist, ist es ja doch so, dass wenn ich in den Spiegel gucke, ich eben diese Falten sehe, die auch bei mir da sind. Und dann denke, damit bin ich ja auch nicht zufrieden. Ich wünschte, ich hätte die Falten nicht. Aber es ist jetzt auch nicht lebenswichtig für mich, sodass ich überhaupt auf die Idee kommen würde, das machen zu lassen. Weil es ist ja im Grunde genommen ein noch recht ebenmäßiges Gesicht. Ich werde jetzt nächste Woche 53 Jahre alt und ich denke, ich kann mich durchaus sehen lassen. Also wenn ich so von weitem nicht lache und nicht lächle, habe ich eigentlich nur wenig Falten. Und das ist ja auf jeden Fall in Ordnung. Aber trotzdem, wenn ich etwas machen wollen würde, dann wäre als erstes diese Fältchen hier weg und auch die Nasolabialfalte. Ja, also das kann man ja ganz gut machen, dass man diese Lachfalten eben wegspritzt. Nee, ich habe kein Botox, ich habe mich noch nie operieren, also keine Schönheits-OP. Ich habe zwei OPs im Gesicht, möchte ich euch auch erzählen, für die, die neu dazuschalten, weil das könnte man natürlich auch theoretisch sehen. Wenn meine Kamera besser wäre, würdet ihr hier das vielleicht auch sehen. Ich habe hier eine, genau auf dieser Stelle, eine Warze gehabt. Ich habe das schon öfters mal erzählt. Die Leute, die mir lange folgen, wissen das auch. Ich habe hier eine Warze gehabt, die war so ein bisschen, ja, das war wie so ein kleiner Höcker, nicht besonders schlimm. Das hätte die meisten Frauen wahrscheinlich nicht gestört. Aber wenn man von der Seite guckt, war da schon so ein kleiner Höcker zu sehen durch die Warze, die dort war. Die war ungefährlich. Die hätte nicht weggemusst. Die Krankenkasse hat die OP auch übernommen. Also denke ich mal, dass das durchaus medizinisch auch etwas ist, was man wegmachen können sollte. Zumindest sagte mein Arzt, das hätte ich auch lassen können. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Ich habe zum Beispiel jetzt hier auch noch eine Warze. Ja, das ist eine Warze, die man wegmachen kann. Das hat mir mein Arzt auch angeboten. Nur er sagte, dass es auch hier dann eventuell eine kleine Narbe geben könnte und das hätte es hier natürlich auch gegeben, aber dann wägt man natürlich ab. Mit habe ich eine Narbe, ist mir das lieber als eventuell dieser Höcker. Und da war mir auf jeden Fall gar keine Frage. Ich habe das auch noch gar nicht so lange. Das ist 8 Jahre her oder so, dass ich mir den habe wegmachen lassen oder 9 oder fast 10 inzwischen schon. Ich habe es also eigentlich mein ganzes Leben getragen, diesen Höcker. Hat mich auch nicht so gestört, aber ich habe das Gefühl gehabt, das wird dann immer ein bisschen mehr. Und dann kam ich auch in die Wechseljahre und da wisst ihr ja, da versucht man dann immer noch ein paar Dinge wieder zu verändern im Leben. Und ich fand das dann auf einmal gar nicht mehr gut und wollte das weghaben, habe ich dann auch machen lassen. Ja, und dann habe ich gedacht, diese Warzen möchte ich auch wegmachen lassen, aber da habe ich dann abgewogen. Wenn das eine Narbe gibt, finde ich eine glänzende Narbe hier unter den Augenbrauen noch schlimmer als diese Warze, die man eigentlich auch nicht so sieht. Ich habe noch eine Warze, die ist genau zwischen meinen Wimpern. Und die sieht man tatsächlich, wenn ich mich nicht schminke. Dann sieht das jemand, der keine Brille braucht. Also, und da ich keine Brille mehr, da ich eine Brille brauche und das nicht mehr sehe, wenn ich nicht die Brille aufsetze und richtig doll intensiv in meine Wimpern gucke, sehe ich das auch nicht mehr. Und das macht ja auch psychologisch etwas mit einem, wenn du das nicht jeden Tag siehst. Und es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, hier eine OP am Auge zwischen den Wimpern zu machen. Als ich jünger war, hat mich das wirklich richtig gestört. Und ich habe es ja auch jeden Tag gesehen, wenn ich in die Augen, wenn ich mir in den Spiegel geguckt habe, habe ich auch nicht immer geschminkt. Ich war ja noch ganz jung und habe viele Kinder gehabt, habe was ganz andere Probleme gehabt, als mich zu schminken. Und habe ich das jeden Tag gesehen, hat mich wirklich gestört. Ich habe es damals nicht gemacht, weil, entschuldigt bitte, weil, ja, das gefährlich ist auch einfach. Ne? Und später habe ich gedacht, nee, ich sehe es sowieso nicht. Also wurscht, egal. Und jetzt schminke ich mich ja sowieso immer so stark, das fällt gar nicht mehr auf. Naja, und das nächste Ding war, das habe ich also nicht machen lassen. Die einzige OP war hier
Und hier hatte ich eine OP an der Wange. Das hatte ich euch auch schon einmal erzählt. Ich habe dort eine Warze gehabt, die sehr, sehr dick geworden ist. Also sie war ungefähr so groß. Aber nicht nur, dass es so eine Warze war wie bei älteren Frauen vielleicht, dass es einfach nur hässlich aussieht, sondern sie war voll gefüllt mit Eiter. Und es war aber trotzdem eine Warze, die mit Eiter gefüllt war. Und sich auch ständig, ich habe das immer wieder entleert, weil auch ich wusste nicht, was das war. Und bin auch lange nicht zum Arzt gegangen, das immer aufgestochen, habe es ausgedrückt und dann bildete sich das sofort wieder. Also nach 2 Stunden war das wieder voll Eiter. Bin dann irgendwann zum Arzt, also ihr müsst wissen, ich gehe wirklich sehr, sehr ungern zum Arzt. Bin dann zum Arzt und er hat gesagt, doch, das muss raus. Das kann auch mal bösartig werden. Deswegen empfiehlt er auf jeden Fall, das herausoperieren zu lassen. Und als ich das dann habe herausoperieren lassen, da hat er mich auch zu einem Spezialisten geschickt, weil das eine gefährliche Stelle war hier. Die war nämlich durch mit Nerven durchzogen. Es hätte also durchaus auch sein können, dass ich eine Lähmung im Gesicht behalte, wenn da was schiefgegangen wäre. Da bin ich zu einem Spezialisten und der musste ich auch noch ein Vierteljahr warten, bis ich da überhaupt einen Termin bekommen habe. Das hat auch noch sehr lange gedauert. Und das war im Frühjahr und ich habe erst im Herbst einen Termin bekommen damals. Das war jetzt 7 Jahre her oder 8, irgendwie so. Naja, und dann hat er da, als er es rausgeschnitten hat, hat er gesehen, dass es das eben keine Warze war, sondern es ein Tumor war und dass diese Art von Tumoren auch bösartig werden können. Also der hätte auf uns jetzt auch eingeschickt, war nicht bösartig, aber hätte werden können, muss auf jeden Fall raus, sowas. Und war auch gut, dass ich es herausbekommen habe. Und er hat so perfekt geschnitten. Es war ein ganz schöner Schnitt, den er gemacht hat, weil das ja eben so groß war. Ich habe nichts, ich habe überhaupt gar keine Narbe mehr hier zurückbehalten. Ich habe auch keine Lähmung, ich habe nichts. Es hat auch lange gedauert, bis es verheilt war. Ne? Man hat schon lange gesehen, dass da was war. Aber damit bin ich sehr zufrieden. Das waren die einzigen OPs, die ich an meinem Gesicht habe machen lassen. Also beides natürlich örtlich. Das hat mir mein Hautarzt so mal eben im Vorbeigehen rausgeschnitten. Da ist er auch nicht so zimperlich. Der haut dir die Dinger da raus. Hat er auch gesagt, ich mache Ihnen das auch. Aber es gibt eben Spezialisten, die das machen. Und ja, das war der auf jeden Fall. Und kann ich nur empfehlen, den Arzt, der sitzt am Dammtor Bahnhof in Hamburg. Naja, auf jeden Fall, das haben wir hinter uns und das sind die einzigen OPs. Ansonsten habe ich nichts gemacht, was ich nur sagen wollen würde. Man sieht das. Also wenn man Botox spritzt oder sich operieren lässt, man sieht es. Gerade wenn man ungeschminkt ist und wenn man ein Gesicht täglich vor Augen hat. Also viele meiner Zuschauer gucken mich ja täglich. Die sehen mich ungeschminkt, sie sehen mich ungekämmt, sie sehen mich aus dem Bad kommend, sie sehen mich aus dem Bett kommend, sie sehen mich morgens früh, sie sehen mich in voller Montur geschminkt, sie sehen mich ungeschminkt bei Tutorials. Also ihr habt ja wirklich Wolfsmama ständig vor Augen und das würdet ihr sehen. Also das kann man sehen. Da sieht das dann falsch aus, wenn man ungeschminkt ist. Man sieht das einfach. Also ich jedenfalls sehe das, wenn ich eine Person ständig vor Augen habe. Wenn man sie zuerst sieht und nur einmal sieht, kann das sein, dass man das nicht sofort auffällt, wenn es gut gemacht ist. Aber wenn ihr täglich Personen seht, dann fällt das einfach auf. Ist so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nein, Leute, keine Schönheits-OPs gemacht, keine Botox gespritzt oder sonstiges, nichts. Und ich schließe das aber überhaupt nicht aus. Also es ist nicht so, dass ich sage, nö, sowas würde ich nie machen. Ich bin sowieso keine Person, die etwas nie macht. Ich mache Dinge, da würde ich jetzt sagen, nee, mache ich nie im Leben und morgen mache ich das doch. Also ich bin so wandelbar in meiner Meinung. Ich mache etwas nie und dann mache ich es auf einmal doch. Ganz einfach, weil ich Bock darauf habe, das mal ausprobieren möchte, weil ich sehen möchte, wie funktioniert. Das ist mir dann auch egal, ob das irgendwelche Schäden an mir verursacht, ob mir die Haare ausfallen oder ob ich da, weiß ich nicht, was passiert. Ich probiere dann einfach alles aus, wenn ich es möchte und wenn ich das wissen will und wenn ich Bock drauf habe. Ansonsten nicht. Ne? Und wie gesagt, es kann sein, dass ich heute sage, nee, nie im Leben und morgen mache ich das dann doch. Das ist bei mir alles möglich. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, Schönheits-OPs. Und ich habe schon mal überlegt, eine Schönheits-OP zu machen. Sage ich euch, das Video wird wieder ewig lang, aber es ist ja Wochenende, habt ihr Zeit, euch das anzugucken. Ich habe ja durch meine vielen Schwangerschaften einen ziemlichen Bauchlappen am Bauch. Das ist auch logisch, weil wenn ihr mal mein Schwangerschaftsvideo angeguckt habt, das ist schon ein bisschen her, dass ich das online gestellt habe, habe ich euch erzählt, wie die Schwangerschaften waren so. Ich habe ja 9 Kinder, das wisst ihr ja bestimmt jetzt auch schon. Ich poste das ja in letzter Zeit immer richtig fett auf den Thumbnails. Da seht ihr, dann erzähle ich euch, wie das war. Meine Kinder waren immer sehr, sehr schwer. Mein schwerstes Kind, also mein größtes und schwerstes Kind, war 5 Kilo schwer, also genau 5000 Gramm schwer. Das war mein viertes Kind. Es war ein Mädchen, was ich da bekommen habe, noch nicht mal ein Junge. Und daran seht ihr schon mal, dass meine Kinder richtig
groß und auch schwer waren. Mein leichtestes Baby sozusagen war 3800 Gramm schwer. Und zwar war das mein erstes Kind, auch das war ein Mädchen. Und dann hatte ich nochmal ein 3800 Gramm Baby und das war eine Frühgeburt. Also das war nämlich mein letztes Kind und das habe ich als Frühgeburt geboren, sprich 6 Wochen zu früh wurde es geboren und war trotzdem schon 3800 Gramm schwer. Jetzt sagt man, okay, dann hast du dich verrechnet, dann stimmt da irgendwas. Nee, wir haben uns nicht verrechnet. Das war alles richtig. Es war wirklich eine Frühgeburt, die auch so weit vor war, weil dieses Baby eindeutige Frühgeburtsanzeichen hatte. Also da war nichts mit falsch gerechnet. Das Baby war so schwer, obwohl es 6 Wochen zu früh auf die Welt gekommen ist. Ja, auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, ich habe da einen großen Hautlappen am Bauch, natürlich, weil nicht nur meine Kinder recht groß und schwer waren, sondern auch ich richtig dick und fett wurde. Also wenn ich schwanger bin, wiege ich fast an die 100 Kilo, mit Baby natürlich. Ich werde also richtig dick, weil ich da überhaupt nicht auf mich achte. Ich esse alles, worauf ich Hunger und Bock habe. Ich esse Schokolade, ich esse Kuchen, ich esse Sahne, ich esse alles mögliche ungesunde Zeug. Natürlich auch gesundes Zeug, aber halt, was man nicht essen sollte, wenn man denn nicht zunehmen wollen würde, ne? Ich esse alles, worauf ich Bock habe. Ich habe so zum Beispiel in meiner Schwangerschaft dann immer Quark gegessen. Und zwar jetzt nicht nur so ein Paket, wie ich es jetzt mache, so ein Paket Magerquark, sondern ich habe Magerquark, na, so 5 Pakete Magerquark am Tag, 4, 5 Pakete gegessen und nicht nur den Magerquark. Ich habe mir dann den Magerquark genommen. Ich habe mir eine Dose Früchte reingemacht, also ne, diese Dosenfrüchte, Mandarinen oder so oder Aprikosen in der Dose und dann noch eine ganze Menge Zucker da reingehauen und auch noch mit Milch. Also dann auf ein Paket Quark auch nochmal so ein, weiß ich nicht, 200, 300 Gramm, 400 Gramm Milch, auch Vollmilch, auch noch da rein. Und habe ich dann einen richtigen Quark gemacht. Es war dann so eine Riesenschüssel. Wenn ihr meine Kinder fragen würdet, die wissen das alle noch, die Großen, wie ich dann immer mit der großen Schüssel Quark saß, auch 5, 4 Mal am Tag und den weggegessen habe. Ne, ich habe das wirklich aufgegessen. Ja, so waren meine Schwangerschaften. Natürlich habe ich auch Obst gegessen, natürlich habe Essen, habe ich auch, ich habe alles gegessen. Also ich wurde dick, die Kinder wurden dick und ja. Insofern habe ich jetzt einen riesen Hautlappen am Bauch. Das geht eigentlich noch, ist gar nicht so schlimm, wie man jetzt denken würde, aber der ist da. Und da habe ich überlegt, den mal wegoperieren zu lassen. Ich hatte euch mal erzählt, dass ich eine OP hatte, wo ich eine Hernie am Bauch hatte, also einen Bauchdeckenbruch. Den habe ich operieren lassen, habe ich überlegt, ob ich gleichzeitig auch die diesen Bauchlappen, diesen Hautlappen entfernen lassen, habe ich mich erkundigt. Nee, sagt sie, das würden wir sowieso nicht in einer OP zusammen machen, das müsste getrennt sein. Außerdem wäre das eine Schönheits-OP, die man auch privat bezahlen wollen müsste. Und das ist aber auch nicht das Ding gewesen, sondern es ging halt darum, dass das zwei verschiedene OPs sind, die auch nicht gleichzeitig von ihr jedenfalls nicht gemacht werden würden und dann auch nicht in dem Krankenhaus, wo ich das damals habe operieren lassen, meine Hernie. Und es wäre also auch ein Riesenschnitt unten und den würde ich auch nicht haben wollen. Also es ist auch manchmal natürlich, dass das dann nicht heilt, dass es Wundstörungen gibt, Wundheilungsstörungen und ähnliches. Habe ich mich damit beschäftigt mit dem Thema, habe gesagt, nee, egal, ich habe halt den Bauchlappen, ich habe 9 Kinder und dann ist das auch nicht so schlimm. Ja, inzwischen würde ich das nie wieder machen. Also ein Glück habe ich es damals nicht gemacht. Frag mich, was soll das? Nur damit man dann vielleicht, ja, nur mal kleiner Trick, ich trage jetzt Hosengröße 38, dann hätte ich vielleicht 34 getragen. Davon abgesehen war ich damals so dünn, als ich die OP machen wollte, da habe ich sowieso schon 36, 34 getragen. Das heißt, ich hätte dann vielleicht sogar 32 tragen müssen, weil ich so dermaßen dünn war zu dieser Zeit. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Video ist wieder ewig lang. Wir sehen uns nachher wieder. So, Miley und ich sind draußen. Es ist ungefähr 14:45. Hier durch. Wir gehen jetzt mal so in diese Richtung. Dann kann ich noch ein bisschen vloggen, weil da sind keine Leute. Wir gehen jetzt in Richtung Kick wieder, der bei mir an der langen Reihe liegt. Ihr wisst ja, da bin ich sehr gerne. Und da shoppen wir mal oder gucken mal, was die so an Sonderangeboten haben. Den Kick, den wir gestern besucht haben, der war ja in der Hamburger Straße und die sind immer ein bisschen später dran, muss ich sagen, mit den tollen Schnäppchen. Hier sind sie schneller, finde ich. Oh, hier ist überall Baustelle, Leute. Hier kann ich vielleicht auch nicht in Ruhe flocken. Mal gucken. Doch, es ist keiner da. Okay, dann hauen wir rein. Moment, ich drehe euch um. Boah, was wird denn hier gebaut, Leute? Guckt mal. So ein Whirlpool oder so. Schick. Sowas habe ich auch. Also sowas ähnliches würde ich auch gerne, wenn wir ein Haus haben oder so, also so ein großes Haus. Sowas finde ich auch schön.
Ja, naja, ich drehe euch mal um. So, hier bin ich wieder. Machen wir es mal so. Ja, ich wollte jetzt zu diesem Kick gehen, der bei mir in der langen Reihe ist. Ich habe im Übrigen wieder den Lippenstift drauf. Ach, die Wick habe ich heute nicht. Die habe ich wieder abgemacht. Moment. So, ich wollte noch eines zu den zu meiner Faltengeschichte vorhin sagen und dem Spritzen. Ich mache ganz gerne, wenn ich vlogge, einen Beauty-Filter drauf. Das ist jetzt gerade der Fall. Also, wenn ich ihn abmache, Moment, dann sieht das so aus. Deswegen habe ich gerade nochmal ausgeschaltet. Nur für alle, die sich wundern, dass man ab und zu dann vielleicht ein bisschen faltiger aussieht als sonst. Das mache ich ganz gerne beim Vloggen, aber natürlich mache ich das nicht, wenn ich Tutorials drehe oder wenn ich Schminkvideos mache oder überhaupt, wenn ich oben in meinem Drehzimmer bin oder wenn ich Hauls drehe oder so, dann könnt ihr sicher sein, dass ich keinen Beauty-Filter reinmache. Erstmal wäre das ja sinnlos. Also, wenn ich etwas, ein Produkt präsentiere und euch einen Beautyfilter drauf mache, dann seht ihr das Produkt ja nicht richtig, wie es wirkt, sondern dann seht ihr ja alles glatt geschmürgelt sozusagen. Nur bei meinen Vlogs mache ich ihn ab, oder ja, ich würde sagen, dass ich ihn zu 70% reinmache bei den Vlogs. Da drehe ich auch mit der App von meiner Kamera, da kann ich den Beautyfilter reinmachen. Bei meiner App, die mit der ich drehe, wenn ich Tutorials, Hauls oder ähnliches mache oder euch Produkte zeige, oben auch in meinem Drehzimmer vor allem, aber auch wenn ich Lidl Hauls mache oder so, mache ich da, drehe ich mit meiner Open Kamera. Das ist eine App, wo ich die Belichtung und wo ich auch den Fokus fokussieren feststellen kann sozusagen. Das habt ihr ja immer so, wie in meinem Vlog von gestern, dass immer so hell und dunkel wird und das so flackert. Denn sowas kann ich mit meiner Kamera hier auf meinem Huawei-Handy nicht feststellen. Deswegen, solche Videos werden immer ohne Filter gedreht und auch schon von vornherein. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, einen Beauty-Filter zu benutzen, wenn ich euch zeige, wie eine Foundation aussieht oder wenn ich euch zeige, wie irgendetwas anderes aussieht. Also immer, wenn es um solche Videos geht, mache ich keinen Beauty-Filter drauf. Nur so viel dazu. Der Beauty-Filter bewirkt nämlich, dass das Gesicht weich gezeichneter aussieht, also jedenfalls den ich drauf habe. Und das ist nicht so, ja, das ist einfach Unebenheiten kaschiert. Den hat aber nicht jedes Handy auf seiner eigenen Kamera drauf, deswegen, ja. Ich habe ihn zum Glück drauf, aber mache ihn, wie gesagt, nur auf den Vlogs. Und jetzt mache ich ihn auch gleich wieder drauf. Wenn wir uns sehen, habe ich den Beauty-Filter wieder drauf. Aber bitte, glaubt mir, nicht bei Tutorials oder Vorstellungen von Produkten oder so. Alles, was oben beim Drehzimmer. Ach, das habe ich ja jetzt schon 100-mal gesagt. So, ich bin jetzt hier noch einmal beim Outfit of the Day. Hinter mir im Übrigen die alte Schule von meinem Sohn. Ja, da ist er aufs Gymnasium gegangen oder ist ja jetzt in der Stadtteilschule. Ich habe hier so einen Jumpsuit an. Den habe ich selber genäht und habe mir so eine dünne Jacke drum gebummelt, weil ich hier so in einer Gegend bin, wo ich nicht so gerne möchte. Eigentlich ist der ein bisschen weit geschnitten. Ich hätte also durchaus auch ohne Jacke um Po sozusagen gehen können. Ihr wisst, ich mag das nicht so gerne. Hier ist noch eine Tasche, die kennt ihr auch inzwischen schon. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die her habe. Und die Sneakers habe ich noch angezogen von Chapeau. Ich habe natürlich mein Insta-Bild eben mit High Heels gemacht, klar, aber die kann ich nicht mehr anziehen. Ihr wisst es ja. Diese Jacke hatte ich noch von, ja, aus dem Sonderpostenmarkt von Philips. Da hatte ich euch auch mitgenommen, als ich die gekauft habe. Ja, was ich sagen wollte, was soll ich denn sagen, Leute? Ich weiß das schon wieder nicht mehr. Naja, ach so, ja, wegen dem Po. Hier ist eine Gegend, ich bin jetzt hier, da hinten ist der Hamburger Steindamm und hier ist, ja, so eine Gegenstraße ist nicht so besonders die Gegend, deswegen auf jeden Fall irgendwas drum machen, wenn es ein bisschen eng wird. Also das ist mir jedenfalls immer wichtig, dass da alles bedeckt ist, was möglich ist. Ansonsten hätte ich den, da ich den weit geschnitten habe, auch gerne ohne, weil das geht eigentlich. Aber machen wir das mal so. Also den gehe ich jetzt mal hier lang, weil da müsste ich dann wieder um die Ecke. Bleiben wir mal auf der Seite und gehen zu Kick. Und ein bisschen Kirchen zeigen. Meine Abonnenten, die mich schon lange verfolgen, denen habe ich die Kirche ja schon aufgezeigt, aber die noch neu dazugekommen sind, denen zeige ich noch einmal die Kirche, die hier direkt an der langen Reihe zu besichtigen ist. Gehen wir nochmal hin. Oh Gott, wird der Vlog lang heute. Ja, mein Gott. Hier ist übrigens überall Kapellengelände. Auch schon öfters Fotos gemacht. Hier waren wir auch schon drin. Uns auch schon mal angeguckt alles. Hier hatte ich euch auch mal gezeigt,
Die Leute, die gefallen sind, wahrscheinlich unsere toten Krieger, leben bei uns im treuen Gedenken, die Mariengemeinde. Oh ja, wenn man, also jedes Mal, wenn ich hier dran vorbeigehe, dann denke ich dran, wie schrecklich unsere Geschichte doch mal war, ne? Ja, hier ist jedenfalls die Kirche. Und gehen wir mal weiter. Hier kann man auch reingehen jederzeit, soweit ich weiß. Hier wäre der Eingang. Und die Kirche zeige ich euch dann nochmal im Ganzen gleich. Das ist der Mariendom, heißt der, glaube ich. Gucken wir gleich nochmal ganz genau. Ich meine, der hieß Mariendom. Mindestens heißt der Platz hier so. Ich sag's euch gleich, Miley. Die kennt das alles schon, die schnüffelt lieber an Gerüchen hier. Ja, Miley? Genau, der St. Mariendom. Ich wollte euch nochmal was zeigen. Guckt mal, die Menschen hängen hier leer gut dran, damit sich die Armen das nehmen können. Bei Kick angelangt. Die gleichen Sachen eigentlich, die ich da auch schon eben hatte. Gestern. Die habe ich gestern letztes Jahr schon gesehen, den Pullover. Wie viel kostest du denn? 2,99. Wird alles noch günstiger werden, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die fangen erstmal langsam an und dann nachher wird das alles nur noch 1 Euro oder so kosten. Könnt ihr sehen. Aber natürlich hat man dann nachher vielleicht die Sachen nicht mehr, die man sich hätte gern gekauft. Das habe ich ja auch schon ganz oft gehabt. Jo, das wäre das. Jetzt gehen wir mal rein. Der hängt hier auch schon ewig, der Pullover. Schwimmsachen. Mal gucken, ob wir da jetzt was finden. Hatte ich ja schon mal geguckt, als der Sommer anfing, und hatte nichts gefunden. Dabei Essen zu kochen, wie ihr gesehen habt, hat mein Sohn gerade schon angefangen. Und der Lippenstift ist wieder nicht abgegangen. Der hält mega lange. Wahnsinn. Ja. Naja, obwohl ich gegessen habe und alles, ne? Also ist immer noch dran. Richtig komisch. Also so einen tollen Lippenstift habe ich noch nie gehabt. Leider gibt es den nur in dieser einen Farbe oder im richtig braunen Ton bei Philips Sonderpostenmarkt. Und braun mag ich überhaupt nicht. Der ist aber richtig schön. Naja, ich habe jetzt Putenfleisch aufgesetzt mit Reis. Eigentlich wollte ich Senfeier machen. Der Senf steht da schon warnend. Ich habe ihn ja extra da stehen lassen. Aber ich habe irgendwie keinen Hunger heute auf Senfeier. Also lasse ich es vielleicht. Aber vielleicht mache ich es nachher noch. Mal sehen. Ich habe eben Brot gegessen und 3 Scheiben Knäckebrot. Und dieses Knäckebrot muss ich mir unbedingt wiederholen von Vasa. Bei Lidl hatte ich das ja geholt. War eigentlich so eine Art, so ein Fehlkauf. Ich wollte eigentlich die günstige Marke haben, dieses Knäckebrot von Lidl, von der Eigenmarke, habe aber das genommen. Und das schmeckt richtig gut mit Sesam. Ich gucke mal, ob die das vielleicht auch noch in Vollkorn oder so haben, irgendwo eine andere Sorte. Die sind so richtig dick, die Scheiben, also ich mag es gerne. Ja, ansonsten scheint die Sonne draußen. Und ich habe eben Sam Social Media Arbeit gemacht, wie man das so schön sagt. Und habe auch mal nach der Reise geguckt, nach in die Türkei. Ich wollte ja fliegen vielleicht noch kurzfristig, weil mein Mann so wenig Zeit hat. Also im Auto wird es vielleicht doch knapp. Hat er inzwischen wahrscheinlich auch schon eingesehen, nur kommt auch jetzt nicht weg.
Wir wollten eigentlich am Wochenende nochmal fliegen, also morgen, übermorgen und Montag, Dienstag vielleicht, aber er schafft das einfach nicht, er kommt nicht weg aus dem Büro. Naja, also bleibt das erst nochmal. Dieses Rouge habe ich mir übrigens nicht so weggemacht, wie ich es eigentlich gewollt hätte. Ist immer noch ganz schön stark zu sehen, aber ja, werde ich mich schon dran gewöhnen. Mein Lieben, wir gehen jetzt einkaufen. Meine Söhne essen gerade noch schnell was. Ich gehe jetzt mit meinem Sohn einkaufen. Mein Mann hat leider keine Zeit und meine ist sehr traurig darüber, dass wir jetzt weggehen. Ja, so ist es halt. Nee, der bleibt da. Der isst jetzt wahrscheinlich was. Mein Kleiner ist zum Fußball. Also bis später. So, mit meinem Sohn war ich ewig nicht einkaufen. Das war noch lange vor unserem Urlaub. So, wir sind jetzt da und werden einkaufen gehen. Meine Lieblingsbeschäftigung mag ich gar nicht, wisst ihr ja. Diese hier, die mögen nämlich alle gerne. Mein Mann ist die und unser Einkauf nicht so viel geworden heute. Wir wissen auch gar nicht, wie das passieren konnte. Also, aber es hat auch wieder 100,03 € gekostet. So, jetzt fahren wir nach Hause und dann werde ich die ganzen Sachen einräumen und so, soweit es nicht geht, weil eigentlich hätte ich noch vor, in den Actionmarkt zu fahren, aber irgendwie ist es doch ein bisschen spät heute, denke ich mal. Machen wir ein andermal. Der ist nämlich bei uns hier in Hamburg in Langhorn und da fahren wir eine ganze Ecke hin. Meine Lieben, ich bin hier wieder durch. Ich habe mein Haul abgedreht, habe hier alles wieder hingeschmissen. Mein Stativ steht da noch. Das werde ich mal eben wegnehmen und dann haben wir das auch wieder geschafft. So, meine Lieben, ich bin wieder in meinem Drehzimmer. Ich habe nämlich ein neues Video gedreht, deswegen habe ich auch wieder andere Klamotten dran. Es geht diesmal um meine Haare. Darüber habe ich euch ein bisschen was erzählt. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz ein bisschen frische Luft auf dem Dach schnuppern unseres Hauses. Mal gucken, ob ich euch da mitnehme. Und dann verabschiede ich mich von euch für heute. So, meine Lieben, ich sitze hier wieder auf meinem Dach. Oh, ich habe, wie gesagt, den Sommer viel zu wenig hier auf dem Dachboden verbracht. Der Sommer ist fast vorbei und ich liebe es doch, hier zu sitzen. Und jetzt kommt der Winter wieder und ich habe die Zeit hier nicht verbracht. Ja, schade, aber es ist, wie es ist. Ich habe einfach zu viel wieder diesen Sommer mit anderen Dingen die Zeit verbracht. Ja, oh, es tut so gut, die frische Luft. Herrlich. Ja, mein Lieben, ich möchte mich von euch für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen ganz tollen Start ins Wochenende. Heute ist ja Freitag. Und habt ein erholsames Wochenende. Bleibt mir gesund und wir sehen uns bestimmt morgen wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Ich jedenfalls würde mich darüber freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keine zwei Videos, die ich täglich hochlade. Und werdet vielleicht auch abonniert, wenn ihr die Glocke aktivieren würdet. Schlaft schön, bis morgen.